wie bewirtschaftet man einen Hof, dass es in eine Gesellschaft mal reinpasst. Wir glauben schon auch, dass es nicht unbedingt Sinn macht, Getreide, konzentrierte Nahrungsmittel an Wiederkäuer zu verfüttern, weil es ist ja nicht unbeschränkt verfügbar. Und da bietet uns die Weide dann einfach eine Chance, dass das Futter, was die Kühe auf der Weide selber suchen, einfach deutlich günstiger ist, wie das Futter, was ich für die Kühe vorhalten muss im Winter. Und von dort her bin ich sehr dankbar, dass wir hier Flächen arrondiert zusammenhängend um den Betrieb haben und die Kühe einfach 6 Monate können auf der Weide ihr Futter suchen. Wir haben im EIP-Projekt auch einen Fokus auf besonders schwierig zu bewirtschaftende Grünlandflächen. Das sind FFH-Flächen, Streuobstwiesen und auch besonders steile Lagen. Auf diesen Flächen kann man in der Regel schwerer wirtschaften, das heißt, man hat einen größeren Arbeitsaufwand und in der Regel weniger Ertrag und häufig auch eine schlechtere Futterqualität. Baden-Württemberg ist ein typisches Heuland, hatte früher auch Milch aus Heu produziert und damit Emmentaler Produktion. Und jetzt kommt mehr und mehr die Milch aus Weidebetrieben. Die Weidewirtschaft ist etwas weniger intensiv, denn versucht man neue Formen zu finden, wie die Kurzrasenweide, um den Bauern beides letztendlich bieten zu können. Einmal Arbeitsersparnis und trotzdem die Tiere auf der Fläche, um auch dem Tierwohl entsprechend Rechnung zu tragen. Wenn Sie den Tiere zugucken, wie sie dann draußen ihr Futter selber suchen, wie sie sich frei bewegen können, wie sie Regen ausgesetzt sind, wie sie Sonne ausgesetzt sind, unbeschwert aufstehen können, hinlegen können. Ich glaube, das hat für die Kuh einen sehr großen Mehrwert. Wenn der Bestand wie hier so viel deutsches Weidelgras hat, bedeutet es, der Bauer hat viel richtig gemacht, er hat nachgesät, hat den Bestand entsprechend gedüngt. Die Tiere tun ein Übriges, weil sie, die hat noch Seitentriebe, festtreten. Man kann nicht eine gute Weide betreiben ohne dieses Gras. Und das ist hier hervorragend in großer Menge vorhanden. Wir haben beispielsweise ein Rising Blade Meter angeschafft. Das ist ein Gerät, mit dem man die Grashöhe messen kann und darüber kriegt der Landwirt einen deutlich besseren Eindruck darüber, wie viel Gras genau auf seiner Fläche steht oder ob da nicht mehr so viel Gras steht und eine nächste Fläche genutzt werden muss. Das EIP-Projekt war für mich wichtig in der Hinsicht, dass ich einfach nochmal wirtschaftlich, ökonomisch begleitet worden bin. Die Ergebnisse, die wir hier erzielt haben, wurden ausgewertet und in Vergleich gesetzt zu anderen Betrieben. Es hat uns gezeigt, auch wenn die Leistungsdaten vom Einzeltier bei uns jetzt nicht mehr so hoch sind, dass aber der wirtschaftliche Ertrag sich durchaus sehen lassen kann und auch, so schätze ich es mir im Moment ein, eine Perspektive für die Zukunft bietet. Nachhaltige Grünlandnutzung bedeutet für uns, dass sowohl die Ökonomie, die Ökologie und auch das Soziale ausreichend berücksichtigt sind. Ökonomie bedeutet, dass der Landwirt von seinem Betrieb leben kann, dass er ein bisschen was auf die Seite bringt und dass das Ganze so gut läuft, dass vielleicht auch ein Hofnachfolger sagt, jawohl, es ging uns damals gut, ich mache das auch weiter.